Nichts veraltet so schnell wie die Technik von gestern. Wer mithalten will im Millionenpoker ziviler Luftfahrt, muss seinen Kunden immer das neueste, das beste Fluggerät zur Verfügung stellen. Auch deshalb trifft sich, was Rang und Namen hat, auf der Luftfahrtschau in Paris. Der Geschäftsmann will eine neue Generation von Passagiermaschinen kaufen und wissen, wo die Vorteile gegenüber dem Konkurrenzmodell liegen. Dieser Firmenverkäufer preist sein neuestes Modell an und wird mit dem besonderen Sitzkomfort und solchen Extras wie dem eingebauten persönlichen Fernseher des Fluggastes. So you can select a TV, Stereo or other information that's available. Die Pioniere aus den Kindertagen des Flugzeugs vor 90 Jahren hatten andere Sorgen, andere Visionen. Von ihnen wollen wir heute berichten. Es beginnt in den Dünen von Kitty Hawk an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. John Gilkin berichtet. Wie der Mensch fliegen lernte, ist auf dem steinernen Denkmal verzeichnet. Zur Erinnerung an die Eroberung des Himmels durch die Brüder Wilbur und Orville Wright. Ihr Genius, ihre unerschrockene Entschlossenheit, ihr unbeugsamer Glaube gegen die Meinung, der Mensch werde nicht fliegen. Millionen Jahre der Sehnsucht enden hier. Der Mensch flog. Orville und Wilbur Wright, Fahrradfabrikanten aus Dayton, Ohio. Nüchterne Praktiker, doch getrieben von der Neugier und dem Wunsch zu fliegen. Sie studierten den Vogelflug, experimentierten mit Drachen und Gleitern, ehe sie hierher kamen nach Kitty Hawk, wegen der günstigen Windverhältnisse. Der Flugapparat dort unten ist der exakte Nachbau des Originals von 1903. Sein Schöpfer, Pilot Ken Callett, mindestens so engagiert wie die Wright-Brüder in ihrer Zeit. Das war eine enorme Leistung, etwas, was die meisten Menschen nicht begreifen. Sie verstehen nicht, was es heißt, in ein Flugzeug zu steigen, noch dazu in das allererste. Diese 750 Pfund in die Luft zu bringen, auch nur ansatzweise zu beherrschen und zu fliegen. Wir haben es doch weit gebracht. Stellen Sie sich vor, 66 Jahre zwischen diesem Apparat und dem Spaziergang auf dem Mond. Die Wrights verstanden die wirkenden Kräfte, ihre Auswahl der Hölzer und des Dreiecks als der festesten geometrischen Form. Sie sehen hier überall Dreiecke, wenn nicht aus Draht, dann aus Bändern, wenn nicht aus Bändern, dann aus Holz. It's smooth enough, but that cable's too loose. It's not working quite right as long as that on the chain. Yeah. Everything up here looks good. We gotta do something about that cable. Maybe right we here. Stick a See yeah, that? We stick a turnbuckle in there. Pull that up, make yeah. that tighter. We aren't just Wir sind eben nicht zum Fliegen geboren. Die Wrights entdeckten, dass man wirklich lernen muss, ein Flugzeug zu steuern, ehe man daran denken kann, hineinzuklettern. Die Wrights hatten begriffen, man überlebt nur, wenn man den Apparat in drei Dimensionen beherrscht. Sie erfanden ein System beweglicher Flügelenden, die Tragflächenverwindung. Die Wrights kamen nach Kitty Hawk wegen der Windverhältnisse. Es sind etwa 800 Kilometer von Dayton zu dieser Insel.
Ihre Geräte mussten sie im Dorf ausladen, auf Wagen packen und herbringen. Der Flugapparat kam nicht komplett an, sondern zerlegt. Jedes Teil war einzeln verpackt. Als ihre Propellerwellen versagten, musste Orville schließlich per Bahn zurück nach Dayton, neue Wellen fertigen und wieder herkommen. Orville ends up having to get on a train and go back to Dayton and make new shafts and come back. Was die Wrights brauchten, mussten sie selber herstellen, auch den Motor. Es gab keinen, der leicht und stark genug für ihre Zwecke gewesen wäre. Also bauten sie in einer Gießerei in Dayton den eigenen. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben nie ein Flugzeug gesehen, nie davon gehört, gelesen. Und da steht so eine Maschine und man steckt sich hinein und verlangt von Ihnen, damit herumzufliegen. Das ist beängstigend. Ich glaube, man hat den Mut der beiden Brüder nie recht gewürdigt. Es ist eine ziemliche Masse, die sich da dreht. Kompliziert, schwierig, furchterregend. Am 17. Dezember 1903 um 10.30 Uhr wurde die Zähigkeit der Fahrradfabrikanten endlich belohnt. Ihnen gelang ein Flug von 80 Meter Weite und 12 Sekunden Dauer. Aber zunächst wollte niemand ihnen glauben. Diese Aufnahmen aus dem Jahre 1905 dokumentieren den Siegeszug der Brüder in Europa. Mit einem verbesserten Modell flogen sie schon 40 Kilometer weit und waren weltweit die einzigen, die eine brauchbare Flugmaschine zu verkaufen hatten. Bisher hatte Europa die Nase vorn gehabt, auch durch die Vorarbeiten des Berliner Segelfliegers Otto Lilienthal. Nun aber mussten die Europäer sich mächtig anstrengen, den technischen Vorsprung der Amerikaner aufzuholen. Ein Jahr nach dem 40-Kilometer-Flug der Wrights schaffte Albert Santos Dumont in seiner 14 Bis Europas ersten Hüpfer über 55 Meter. Unter den Zuschauern stand Louis Blériot, Pionier für Langstrecken. An einem windigen Julimorgen des Jahres 1909 startete er in Richtung Ärmelkanal auf der Jagd nach einem 1.000-Pfund-Preis. Zur Begeisterung seiner Landsleute endete das riskante Unterfangen nach 36 Minuten mit einer sicheren Landung in England. Der neue Star der Fliegerei hieß Blériot. Sein Erfolg löste den ersten Boom in der jungen Luftfahrt aus. Hier begann die Entwicklung des Flugzeugs zu einem machtvollen Wirtschaftsfaktor. Die Stadt Reims organisierte 1909 den ersten internationalen Wettbewerb für Flugzeuge und Piloten. Es ging um Geschwindigkeit, Langstreckenflug, Passagiertransport und um hohe Geldpreise. Wie sahen die alten Maschinen vor 80 Jahren aus? Wie haben sie sich geflogen? Um das zu erfahren, muss man Geduld und Geld aufbringen und so eine Maschine originalgetreu nachbauen. Und das ist für unseren Film gemacht worden. Hier der Avro Dreidecker von 1909. Sir Elliot Verdon Roe hatte 1908 sein erstes Flugzeug konstruiert. Die von ihm begründete Firma Avro hat bis in die 60er Jahre Flugzeuge gebaut, wie zum Beispiel den berühmten Lancaster-Bomber des Zweiten Weltkriegs.
Mit diesem Avro Triplane gelang Rowe 1909 der Durchbruch. Es ist eine meisterhafte Konstruktion, elegant und funktionstüchtig. Die Steuerung wurde technisch weiterentwickelt, bedient sich aber noch der Tragflächenverwindung der Brüder Wright. Die Gestalt der Avro entspricht schon einer sich abzeichnenden Norm. Motor vorn, Tragflächen in der Mitte, Schwanz am Ende. Auch der Pilot sitzt da, wo er hingehört. Trotzdem war die Triplane nur die Vorstufe für eine viel wichtigere und erfolgreichere Maschine, die Avro 504. Das ist schon ein recht modern anmutendes Flugzeug, ein robuster Doppeldecker mit einer Steuerung, wie sie im Prinzip noch heute üblich ist. Ist ein Zweisitzer, das ideale Schulflugzeug. Der Propeller wird bereits angetrieben von einem Rotationsmotor. Das ist ein Kolbenmotor, bei dem die Zylinder sternförmig um eine feste Kurbelwelle rotieren. Auf ein eigenes Kühl- und Schmiersystem konnte verzichtet werden. Im Ersten Weltkrieg waren bis 1917 80% aller Triebwerke Rotationsmotoren. Das zeigt, wie gut sich diese Konstruktion im harten Einsatz bewährte. Avro 504 war ein Riesenerfolg. Fast 9000 Stück wurden zwischen 1913 und 1931 gebaut. Sie war gutmütig und berechenbar. Flugschüler lernten auf ihr die Grundprinzipien der Fliegerei. William Lewis, ein Pilot des Ersten Weltkriegs, schwärmt von der Avro. The Avro was an absolutely superior super aircraft. Sie war großartig, ein Superflugzeug. Sie flog sich gut, war aber sehr sensibel. Ließ einen jeden Fehler spüren, brachte einen aber nicht in Schwierigkeiten, Trudeln, Bruchlandung oder so. Fehler ließen sich korrigieren. Sie war ein gutes Schulflugzeug. Man musste sie korrekt fliegen, um sie gut zu fliegen. Deshalb entschied Smith Barry sich für die Avro, als er seine Schule für fortgeschrittene Piloten eröffnete. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass die meisten Piloten nicht ordentlich flogen, in Kurven Höhe verloren und ähnliches. Das wollte er korrigieren. Es war eine hochinteressante Schule.
In Einrichtungen wie der von Smithberry in Gosport, Südengland, wurden zum ersten Mal die Grundlagen für eine einheitliche Fluglehre erarbeitet. Die Flugschüler hatten nun einen genauen Lehrplan, an dem sie sich orientierten. Das organisierte Training bewährte sich schon im Ersten Weltkrieg. Plötzlich wurden Piloten dringend gebraucht. Allein in England hat man damals 26.000 Piloten geschult. Europa versinkt in den Schlachten des Ersten Weltkriegs. Generäle finden schnell heraus, wie nützlich es ist, den Feind aus der Luft aufzuspüren. Kühne Piloten bei Freund und Feind dienen als Aufklärer und Artilleriebeobachter. Was die Flieger beim Gegner sehen, melden sie ihren Stäben in der Etappe. Per Abwurf von Zetteln, ganz einfach. Noch ist das Flugzeug kein Kampfinstrument, eher eine Art Kavallerie der Luft. Wenn es eine wichtige und eilige Nachricht war, dann haben wir damals Brieftauben bei uns an Bord, da wir ja noch keinen Funk hatten. Wir schrieben also auf einen kleinen Zettel die Nachricht. Dieser Zettel kam in eine Blechhülse und die wurde mit einer Klammer am Fuß einer Brieftaube festgemacht. Dann wurde die Brieftaube rausgeworfen. Es kam auch wirklich die allermeisten an. ...1915 kam ein neues Instrument hinzu, die Luftbildkamera. Die Fotos von der Front wurden hastig entwickelt und ausgewertet. Aktuelle Neuigkeiten für die Generäle. Bis Kriegsende blieb Aufklärung die Hauptbeschäftigung der Luftwaffen. Wann immer das Wetter es erlaubte, sah man irgendwo über der Front einen Aufklärer. Jede Seite fühlte sich ständig beobachtet und versuchte etwas dagegen zu unternehmen. Die FLAG war geboren. Für die Seestreitkräfte war es immer schwierig, in den Weiten der Meere den Gegner zu entdecken. Die Royal Navy experimentierte schon frühzeitig mit Bordflugzeugen für die Fernaufklärung. Ein schwieriges technisches Problem waren die Starts von den wackeligen Plattformen auf den Geschütztürmen. Wir hatten am Ende der Plattform nie genug Geschwindigkeit. So fielen wir auf das Wasser zu, fingen kurz vor der Oberfläche ab. Der Spielraum war nur 12 Meter. Der Start von Bord war die eine Seite. Das Flugzeug konnte nach erfülltem Auftrag aber nicht wieder auf dem Schiff landen. Der Pilot ging auf dem Festland nieder. Seine Maschine wurde mühsam zerlegt und für den Rücktransport aufs Schiff verladen. November 1918, das Ende des Ersten Weltkriegs. Es gab ungezählte billige Kampfflugzeuge und viele überflüssige Piloten. Manch arbeitsloser Kriegsflieger verdiente sein Brot als Stuntman und Luftakrobat. Diese komischen Gebilde stehen am Anfang einer ganz neuen Flugphilosophie. Maschinen zum Starten und Landen auf einem Punkt. Die Ahnen des Hubschraubers. Raul Pescara versuchte es mit 4 gegenläufigen Rotoren und schaffte 700 Meter mit 13 Stundenkilometern. Das Steuern war sein größtes Problem. Musik
Der Gyroplan des Franzosen Louis Breguet hatte bereits einen Gelenkrotor, war damit besser zu beherrschen. Die Konstruktion war aber nicht ausgereift, die Folge Absturz 1935. Hier der spanische Erfinder des Autogyro, des Tragschraubers, Juan de la Sierra. Seine Maschine besaß einen konventionellen Propeller und dazu einen Rotor, der angetrieben wurde durch die Vorwärtsbewegung des Flugzeugs. Start- und Landewege waren extrem kurz, aber der Tragschrauber konnte noch nicht in der Luft stehen bleiben. Sehen aus wie die Weberknechte, finden die jungen Zuschauer. Eine Pioniertat, die viel zu versprechen schien. Der Spanier de la Sierra wollte ursprünglich ein Flugzeug bauen mit einer stabilen Fluglage. Er fand heraus, dass wenn man die Tragflächen drehbar anbringt, diese die Drehgeschwindigkeit halten, wie es der Ahornsamen tut, und auch dann nicht aufhören, wenn das Flugzeug stillsteht. Er experimentierte und fand schnell heraus, dass er die verschiedenen Geschwindigkeiten der Rotorblätter ausgleichen musste, um einen gleichmäßigen Auftrieb zu gewährleisten. Schließlich entwickelte er einen speziellen Gelenkrotorkopf, den Schlüssel zum Erfolg des Helikopters. De la Sierra hat schon damals die Grundprobleme des Hubschraubers gelöst. Der fortschrittliche Helikopter verdrängte dann den Tragschrauber. Doch Herr Wallace hat die Ideen des spanischen Pioniers wiederbelebt. I see the Autogyro as the smallest practical working aircraft. Für mich ist der Tragschrauber das kleinste brauchbare Fluggerät. Man kann es auf den Anhänger laden und dorthin bringen, wo man es braucht. Es kann das Dreifache seines Eigengewichts heben. Ein unglaubliches Verhältnis. But it can lift three times its own weight, which is a tremendous weight ratio. And this little machine could fly for 11 hours. Die kleine Maschine könnte 11 Stunden nonstop fliegen, wenn einer den Lärm oder die Unbequemlichkeit auf sich zu nehmen bereit ist. Vielleicht findet sich ja ein geschäftstüchtiger Unternehmer bei uns, der so einen Winzling als Freizeitspaß auf den Markt bringt. Der größte Vorteil ist seine Eigenstabilität. Er lässt sich mit so geringem Aufwand fliegen, dass daneben Zeit bleibt für andere Dinge. Wichtig ist auch, dass im Falle eines Motorschadens die Rotoren weiterdrehen. Das heißt nicht, dass man oben bleibt, man muss schon sich nach einem Landeplatz umsehen, aber wenigstens drehen die Rotoren sich weiter. Ich glaube, der Tragschrauber hatte nach den 30er Jahren deshalb nicht den Erfolg des Helikopters, weil der wirklich senkrecht starten und landen, in der Luft stehen bleiben, seitwärts und rückwärts fliegen kann. Aber zu welchem Preis auch. Ich glaube, der Tragschrauber ist für den Hubschrauber keine Konkurrenz. Er ist ein Mitglied der großen Familie der Luftfahrzeuge.
Der erste voll durchkonstruierte Hubschrauber entstand vor nun 55 Jahren in Deutschland. Heinrich Focke hatte 1936 seine FA-61 gebaut. Neben einem Frontmotor besaß sie zwei beidseitig an Auslegern montierte gegenläufige Rotoren. Testpilotin Hanna Reitsch hat das Wunderding geflogen. Ich stellte die Maschine in einen Kreis, sodass ich das Rad beobachten konnte. Wenn ich Gas gab und den Knüppel in der Mitte hielt, bewegte sich das Rad vorwärts. Wenn ich den Knüppel ein wenig zurückzog, bewegte sich das Rad rückwärts. Als ich sah, das Rad steht still, gab ich Gas und stieg auf. Ich kam wieder runter. Ich hatte es in 3 Minuten. Die Berliner Deutschlandhalle wurde zum Schauplatz attraktiver Schauflüge, die Hanna Reitsch hier wochenlang vor internationalem Publikum veranstaltete. Sogar der berühmte Atlantikflieger Charles Lindbergh kam zur Besichtigung. Deutschland führte im Vertikalflug. Zurück zu den normalen Flugzeugen. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es vor allem um den Transport von Post und Passagieren. Aus dem Kriegsinstrument war in kürzester Zeit ein ziemlich sicheres Verkehrsmittel geworden. Ende der 20er Jahre galt es bereits als schick, mit dem Flugzeug zu reisen. Und schon entwickelte sich der bis heute andauernde Konkurrenzkrieg unter den Luftfahrtnationen. Die deutsche Lufthansa schickte die U-52 ins Gefecht, die weltbekannte Tante U. Die Schöpfung des Dessauer Konstrukteurs Hugo Junkers war robust, sicher, blindflugtauglich und wurde vor dem Zweiten Weltkrieg von den meisten europäischen Luftfahrtgesellschaften geflogen. Ein halbes Jahrhundert später fliegt wieder eine U-52 im Dienst der Lufthansa. Dieses einzige Passagierflugzeug deutscher Herkunft, das weltbekannt wurde. Es kostete Zeit und Geld, den Oldtimer technisch den Erfordernissen des modernen Luftverkehrs anzupassen. Touristen und Schaulustige können mit der Tante U Rundflüge unternehmen, wie hier über Hamburg und sein Umland. Das amerikanische Gegenstück war 1936 die nicht minder berühmte DC-3, ihr Chefkonstrukteur. Man kann die Qualitäten eines Flugzeugs beinahe schon nach seinem Aussehen beurteilen. Sie war sehr schön für ihre Zeit, viel schöner als die DC-2. Der runde Rumpf und alles Übrige war das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung. Man konnte sich kaum vorstellen, es noch besser zu machen. Die DC-3 beförderte mehr Passagiere schneller und weiter als ihre Konkurrenten. Wir mussten entscheiden, für wie viele Flugzeuge wir die Fertigung aufbauen sollten. Wir dachten an 25, entschieden uns für 50. Letztendlich haben wir über 10.000 gebaut. Von ihrer fabelhaften Haltbarkeit erzählt man sich muntere Geschichten. Zum Beispiel die von der DC-3, welche 1950 auf einem Gletscher Islands verlassen wurde und in Schnee versank. Die brandneue Maschine war hier aufgegeben worden. Wir dachten, es ist doch eine Schande, sie dort zu lassen. Also versuchten wir, sie zu bergen. Natürlich mussten wir sie aus dem Schnee graben. Wir öffneten die Fenster, drehten die Hauptsicherung rein und die Beleuchtung ging an. Die Batterie war noch so gut, dass selbst das Funkgerät arbeitete.
Radios. But they were working. The party was good. Als die DC-3 ihre Karriere begann, Mitte der 30er Jahre, arbeiteten in Großbritannien schon die Pioniere des kommenden Jet-Zeitalters. Luft an und verdichten sie in Brennkammern wie dieser hier, wo die Einspritzung und Verbrennung des Sprits die Luft erhitzt und ausdehnt. Ich experimentierte 18 Monate lang mit verschiedenen Entwürfen. Ende 1929 kam ich auf die Idee mit der Strahlturbine. In jenen Tagen kämpfte man nicht nur gegen die Technik, sondern auch gegen eine starke Opposition. Viele Leute, mit denen ich zu tun hatte, taten sich schwer, ihr konventionelles Wissen über Bord zu werfen. Sechs Jahre musste der Tüftler für seine umwälzende Idee kämpfen. 1935 endlich konnte er sie in die Tat umsetzen. In einem Schuppen. Unser Hauptproblem war die Finanzierung. Keiner wollte Geld in solche Verrücktheiten investieren. Als wir dann mit der praktischen Arbeit anfingen, wollten wir zuerst alle Teile einzeln erproben. Doch die technischen Schwierigkeiten waren so groß, dass wir das Triebwerk komplett entwickeln mussten. Die Leute dachten, das Ding würde nicht einmal anspringen. Irrtum. Als ich einschaltete, geriet das Ding außer Kontrolle. Die Drehzahl stieg rasend an und die Tachonadel spielte verrückt. Ich schloss sofort das Ventil. Alle außer mir hatten sich davon gemacht. Ich war vor Angst gelähmt. Als ich das Ventil schloss, beschleunigte das Triebwerk weiter, was ganz unmöglich war, und lief aus. Ich war der Glückspilz, der die Gloster Whittle E2839 auf dem Hatfield-Testgelände Winston Churchill vorführen musste. Bis dahin waren wir immer nur gerade ausgeflogen. Kunststücke kamen ganz sicher nicht in Frage, weil das Flugzeug zu kostbar war. Wir entschieden uns für Geschwindigkeit und blieben in Baumhöhe bei 650 Stundenkilometer. Winston war genügend beeindruckt, um ab sofort der Vampir und der Meteor einen offiziellen Schub zu geben. Because from then onwards, a little push was given for both the Vampire and the Meteor. England Strahlflugzeuge kamen für diesen Krieg zu spät. Den Amerikanern waren Whittles Vorarbeiten hoch willkommen. Dies ist der Edwards Luftstützpunkt in der Mojave-Wüste, Kalifornien. Das Zentrum der amerikanischen Testfliegerei. Wir sind kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist die Zeit des X-Programms, des Kampfes gegen die Schallmauer. Wir hören einige Worte von Amerikas legendären Testpiloten Oberst Charles Chuck Yeager, der als erster Mensch die gefürchtete Schallmauer durchbrach. Die X-1 gehörte mir, weil der Alte gesagt hatte, okay, es ist dein Programm. Er wählte mich aus, weil ich etwas von Systemen verstand und ganz offensichtlich ein Flugzeug fliegen konnte. Wir haben uns nicht als Helden oder Pioniere betrachtet. Wenn du es nicht machst, macht es jemand anders. Kein Flugzeug war je schneller als 90% der Schallgeschwindigkeit geflogen, ehe wir die X-1 in die Luft brachten. Jeder Flug fand in Bereichen statt, wo niemand je zuvor geflogen war. Wir hatten nicht einmal Daten aus dem Windkanal. Es gab jeden Tag was Neues. Am 14. Oktober 1947 startete eine B-29 mit Yeager und seiner X-1 unter ihrem Rumpf. Eigentlich hätte Yeager gar nicht fliegen dürfen. Ich hatte ein paar Tage zuvor einen Reitunfall gehabt, ein paar Rippen gebrochen und die Schulter verletzt. Ich fühlte mich nicht allzu gut, hatte mich aber entschieden, die Maschine zu fliegen. Es war schwierig, da oben in die X-1 einzusteigen. Man stieg auf eine Leiter, wurde herabgelassen bis zum Cockpit. Man hängt da in 4000 Meter Höhe im Fahrtwind und rutscht mit den Füßen voran hinein. Fine. 3, 2, 1, run.
Wir hatten eine Menge Probleme mit Bränden an Bord gehabt und mit Zündungen, die nicht arbeiteten. An diesem Tag funktionierte glücklicherweise alles. Als ich die Schallmauer durchbrochen hatte und der erste Überschallknall verhallt war und die Turbulenzen nachließen, war ich fast enttäuscht, dass das verdammte Ding nicht hochgegangen war. Meine Kampferfahrungen hatten mich zu einem disziplinierten Piloten gemacht, der seine Gefühle unter Kontrolle hielt. Für mich macht es keinen Unterschied, ob die X-1 in 1000 Stücke zerbarst oder nicht. Ich konnte ja doch nichts machen. Man muss das verdrängen, wie im Krieg. Auch in der Alltagsfliegerei tauchen immer wieder Pioniere auf. Wie der Kalifornier Bert Rutan, ein geistiger Nachfahre der Brüder Wright. Er benutzt neuartige Werkstoffe für seine revolutionären Flugzeugtypen. Ich komme vom Modellflugzeugbau und fand heraus, dass es tatsächlich möglich ist, ein Flugzeug in der Garage zu bauen und damit zu fliegen. Ich stolperte über diese Kompositbauweise, ohne zu wissen, ob man damit Flugzeuge bauen kann. Ich habe ein Flugzeug in 3 Monaten gebaut. Das war der große Durchbruch. Ich begriff, wenn ich ein Flugzeug in 3 Monaten bauen kann, warum kann ich dann nicht in ein paar Jahren 5 oder 6 verschiedene Konstruktionen ausprobieren? Das Wichtigste waren nicht die Entenflügel. Ich glaube, man nennt mich ein Pionier, weil ich in 20 Jahren mehr als 20 verschiedene Typen entwickelt und getestet habe. Ich benutzte die Kompositbauweise, um einen Flügel in einer Woche anstatt in 2 Monaten zu bauen. Der geniale Konstrukteur spricht von seiner extrem leichten und trotzdem hochfesten Sandwich-Bauweise. Charakteristisch für seine Typen sind die Vorflügel als Auftriebshilfe, die schon die Brüder Wright verwendet hatten. '86 schreiben Bert Rutan und sein Bruder Dick Luftfahrtgeschichte mit ihrer Voyager und dem Nonstop-Flug rund um die Welt. Ich habe für die Voyager weder neue Technologien noch ein neues Material erfunden. Es war schwierig, aber an Gefahren und Misserfolge wollte ich einfach nicht denken. Es ist natürlich verdammt gefährlich, ein Flugzeug zu bauen, das bei geringer Turbulenz und mit nur ein paar Prozent Übergewicht beim Start in Flammen aufgehen kann. Sie starten von der langen Piste des Mojave Airport zu ihrem grandiosen Unternehmen. Das ganze Flugzeug ist knapp 8 Meter lang. Der Hauptflügel von der Spitze zu Spitze misst jedoch 33,80 Meter.
Für den Antrieb dienen zwei Motoren mit extrem niedrigem Treibstoffverbrauch. Ich glaube, die Luftfahrt wird von mir vor allem Inspiration gewinnen. Dass da ein paar Leute in einer Garage ein Flugzeug für den absoluten Streckenrekord bauen und die ganze Welt fliegen und heil zurückkehren. Dass dies alles in Kompositbauweise ohne Metall gemacht worden ist, ohne sich um all die lächerlichen Probleme zu kümmern, die Ingenieure sich selber machen. Das ist die Inspiration. Mein Gott, es ist machbar. Wir werden unseren Hals riskieren, aber wir werden es schaffen. Ich weiß, wie die Brüder Wright sich fühlten, als sie das erlebten und Erfolg hatten. I knew how the Wright brothers felt when they came upon these things and had success.